Hallöchen, meine lieben Leute, willkommen zurück bei WoW. Na, Vanilla wollte ich fast sagen. WoW Classic meine ich natürlich. Ja, was machen wir als nächstes? Mächtige Utscha, die Quest könnte ich abgeben. Ich könnte jetzt auch erst noch die Quelle finden machen. Schwierig. Die Mobs sind halt, diese Feuerelementare, die sind halt echt nicht ohne, ne? Also eigentlich würde ich sie auf jeden Fall machen, weil ich da natürlich auch diese Feueressenzen bekommen kann, die ich teuer Gold verkaufen kann. Aber jetzt, da wir uns halt nicht mehr auf WoW Vanilla befinden, sondern halt auf WoW Burning Crusade, sind natürlich diese Essenzen nichts mehr wert. Ja, das habe ich ja schon mal erzählt. Die Story, wo ich damals auf einem Classic, auf WoW Vanilla, als der Burning Crusade Patch rauskam, die ganzen Essenzen rausgekauft habe, die für Silberbeträge da drin waren. In der Hoffnung, ich mache den großen Reibach. Dann hat sich halt herausgestellt, dass die alles nichts mehr, also dass die wirklich nichts mehr wert waren. Wen wundert's? Was will man denn damit noch, ne? Da, ich weiß gerade gar nicht genau, wofür man diese Dinger überhaupt braucht. Ich nehme mal an, Crafting. Ja, das sind die Stellen, die ich untersuchen muss. Was ist hier das hier? Oder auch nicht. Ich bin überrascht. Ich dachte, hier ist das. Okay. Das ist übrigens ein schöner Pit. Ne, das sind diese Dinger, die heißen Stellen. Ich weiß gar nicht, was das hier ist für eine Kugel. Kein Plan. Ich wette übrigens, ich bekomme diese Essenz jetzt. Ich wette drum. Jetzt ist übrigens gerade so eine Phase, da ist richtig viel los, ne? Also leveltechnisch und so. Dieser Zauber ist noch nicht Weil halt alle möglichst noch Level 80 werden wollen. Im Zweifel auch mit einem Reroll oder so, keine Ahnung. Vielleicht hat man in Vanilla noch die ganze Zeit eine Klasse gespielt, die man jetzt in Burning Crusade halt nicht mehr spielen möchte. Man weiß halt jetzt auch schon, wie es mit dem Balancing aussieht. Welche Klassen gut sind und welche nicht. Das war sogar die heißeste Stelle, direkt beim Anfang. Direkt beim Anfang gefunden. Ja, jetzt müssen wir nur noch den einen Heini finden. Es lädt immer noch auf. Nicht dran. Kann ich noch nicht wirken? Das lädt immer noch auf.
Wie lustig. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Es ist auch real. Wollte ich ihm nur helfen. Den hätte ich übrigens alleine, würde ich den nicht schaffen. Jo, ich weiß nicht, wo der Kerl ist. Für die Quest. Könnte hier sein. Es könnte auch sein, dass ich die Quest, dass man die nur einmal machen kann und dann ist es, ich glaube, das ist so eine Eskorte, ne? Also von daher, ich will sie sowieso nicht machen. Das wird nur im Chaos enden. Gebt euch, wie viel hier los ist. Unglaublich. Aber das ist, wie gesagt, das meine ich. Deswegen habe ich mich halt nicht dafür entschieden, Vanilla weiter zu spielen, weil ich habe Vanilla gespielt und hier war nix. Das ist. Es kann zwar auch cool sein, aber in den meisten Fällen ist das halt einfach gar nicht. Ja, ganz im Gegenteil. Das Spiel lebt ja davon, dass man irgendwie auch andere Spieler hier hat. Und da wäre es halt einfach schade, wenn von jetzt auf gleich mit wirklich nur noch allein in dieser Welt wäre. Und damit meine ich halt, wie gesagt, gar nicht mal unbedingt den Zwang, mit anderen Spielen zusammen zu spielen. Ja, das meine ich gar nicht. Das ist gar nicht, das tut gar nicht Not. Ne, also einfach nur allein das. Für mich ist alleine die Tatsache, dass ich weiß, hier sind Leute, die neben mir spielen, die diese Welt lebendig machen. Das allein macht mir schon, gibt mir schon viel Spielfreude. Ja. Zu wissen, hier sind überall die ganze Zeit Leute und spielen in dieser Welt und hauchen dieser Welt irgendwie Leben ein, das ist das, was mir den Reiz in diesem Spiel gibt. Und wenn das halt wegfällt, ja, dann kann ich auch ein Singleplayer-RPG spielen. Friede sei mit euch. Händler? Ist die Axt mehr wert? Geht mit der Erde. 8150 Experience. Wow. Man, die Leute, die wollen ja auch alle nur questen. Ne? Hier gibt's keinen, der gerade irgendwie World PvP macht. Aber Unguru-Krater ist. Ich guck mal eben kurz. Ja, 14 Leute. Allein im Unguru-Krater. Das ist schon eine Hausnummer. Also ich werde auf jeden Fall versuchen. Oh, was haben wir denn hier? Das ist eine Quest. Also entweder ist die neu oder ich habe die noch nicht gesehen. Vielleicht ist sie mit Burning Crusade dazu gekommen. Das ist natürlich leichter gesagt. Hier, guck mal. Nee, das ist ein Machtkristall. Ja, wie mache ich das? Es ist für jeden ein Geheimnis. Das wollte ich gar nicht.
63,69. Ich habe leider keine Quartz mehr. Ein bisschen in der Gegend herumsehen. Na gut, müssen wir das wohl so machen. Ach, hier. Ah, ich bin ja wirklich ein Horst, ne? Ich glaube, das ist eine richtig krasse... Mammut-Quest. Ich sehe gerade, die Quest hat 8, 9 Teile. Gut, gucken wir es uns an. Warum auch nicht? Müssen wir jetzt erstmal zurück zu Marshalls Zuflucht. Wenn die mich nicht abmauen, ich wollte gerade sagen. Diese Raptoren sehen so groß aus, finde ich. Das ist irgendwie ein bisschen gruselig. No, 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 no. Wie schnell diese scheiß Viecher sind. The Burning Crusade. Hype. Wird halt schwierig mit den Raids. Bis alle Level 70 sind. Und es gibt auch nur noch 25er Raids, ne? Das darf man auch nicht vergessen. 40er Raids gab es nur in Vanilla und ausschließlich in Vanilla. Mit Burning Crusade gab es nur noch 25er Raids. Und 10er Raids. Ja, 25er und 10er. 10er Raids, Karazhan, Sulaman. Sind sie eigentlich auch, glaube ich. Karazhan und Sulaman, das waren die beiden 10-Mann Raids. Satarion. Ah, der Satarion war WOTLK, vergesst das. Was gab es denn noch so für Raids in Burning Crusade? Black Temple natürlich. Sunwell kam dann irgendwann. Ich bin mal wirklich gespannt. Wie schnell die Leute die Raids in Burning Crusade down haben werden. Da habe ich ihn einmal zurückgelassen. Ist direkt unglücklich. So ein Vielfraß. Ich weiß gar nicht, ob sie ja landschaftstechnisch irgendwas verändert haben. Vergleich bei den Crusade Classic. Bei den Crusade Vanilla. Das ist halt jetzt, wo man weiß, es heißt alles Classic. Das ist schwierig mit der Namensgebung. Verhaspelt man sich schnell. Vanilla und Burning Crusade. Classic ist sowohl Burning Crusade als auch Vanilla. In dieser Auflage, wie wir es jetzt kennen.
Hi, wie geht's? Ich meine, ich erinnere mich etwas. Zu Donova, Schneewehen, Winterquell. Also so eine. Hinfort. Eine Quest, wo man viel reisen muss. Joa. Gut. Ach, die Feuerquest, die ist da irgendwo abzugeben. Ja, okay. Dann komme ich jetzt an dieser Stelle nicht mehr weiter. Ich mache jetzt hier einen Cut. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter mit WoW Classic. Macht's gut, bis dahin. Ciao.